Ganze beginnt natürlich immer mit der Idee, mit dem Claim, im Rahmen der Konzeption. Also was haben wir überhaupt für ein Motto? Wie sieht das Ganze gestalterisch aus? Was haben wir für ein Set vor Ort? Wir hatten schon im Pitch wahnsinnig viel Spaß an der Ausarbeitung. Einfach dadurch, dass wir mit viel Liebe zum Detail rangehen konnten. Egal ob jetzt im Setbau, in der Inszenierung, in der ganzen Grafik. Eine deutsche Vita ist ein Lebensgefühl. Genau das haben wir auch meiner Meinung nach sehr gut in die Veranstaltung reingebracht. Ich glaube, was dem Kunden besonders gut gefallen hat, war die Verbindung zwischen Entertainment und Service vor Ort. Beim Stage Design war uns letzten Endes wichtig, eine möglichst abwechslungsreiche Bühne zu gestalten, in der wir über viele verschiedene Aufgänge, unterschiedliche Szenenflächen eben immer wieder die Teilnehmer aufs Neue überraschen konnten. Eine sehr aufwendige und detaillierte Produktion auf jeden Fall. Also was ich dann vor Ort gesehen habe, war das schon wirklich bis ins kleinste Detail durchgedacht und durchgeplant. Also wenn wir alle Gewerke mal zusammenrechnen, kommen wir auf ca. 250 Mitarbeiter für nur dieses Event. Ich glaube, für viele war das wirklich so das Highlight des Jahres. Also es kamen auch wirklich super viele zu uns, haben sich bedankt, wie toll das alles ist, wie schön der Abend für sie ist. Und die haben sich wirklich einfach sehr gefreut, da zu sein. Dieser Blick und die Reaktion der Teilnehmerin, als sie durch die erste Tür auf unseren gestalteten Markusplatz gekommen sind. Dieses Glänzen in den Augen, diese Freude, die wir da erzielen konnten, das war ein wunderschöner Moment. Wenn ich ein so zusammengestelltes Team so agieren sehe und dann das Ergebnis am Ende sehe, das macht mich dann stolz und glücklich. Künstler sagen ja, sie brauchen den Applaus. Und ich finde, wir Eventleute brauchen neben dem perfekten Content, aber auch durchaus das Lächeln im Gesicht unserer Kunden.